So, hallihallo. Nochmal ein Filmchen zum Beat Switch. Und zwar habe ich hier noch eine Möglichkeit gefunden, den Magneten zu regeln hier. Und zwar ist das hier ein Trafoblech. Um eine Leiste. Drumherum. Darauf klebt mein Magnet. Und mit dem kann ich regeln. Ja, muss aufpassen, dass das nicht auf Kurzschluss geht. Jetzt packen wir euch die Kontakte zusammen und dann. Ich habe jetzt hier gerade 12 Volt dran, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, was denn da los ist in dem Reachhalter. So. Ah, der macht ja eine schöne Störung hier. Das stört so ja am Fernsehen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es da am Reach liegt. Also an dem Kern hier. Oh. Das schmeißt anständig Licht. Ah, das ist hier alles hell von dem. So, und dann habe ich nochmal dieselbe Beleuchtung bloß ausgebaut. Das ist da drinnen, das ist von der 10 Watt Lampe. Und dann habe ich hier nochmal mit Eisen ein bisschen rum experimentiert. Das ist ja von einem Motor. Ja, so ein Eisenkranz da. Und das kann ich hier mal anschließen. Der läuft jetzt über diese Alone-Batterie hier. Ja, die muss doch noch gut voll sein. Und dann zack. Ja, und das ist richtig helles Licht. Und zwar kann man denn da noch, oh, vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen zeigen. Also hier bin ich ja schon mal drauf gekommen mit dem Eisen da, also mit dem für den Magneten. So, und dann der backt ja eigentlich hier so dran, ne? Huch. Kann man schon sehen, wie heller wird. Oder hier. An dem Eisen. Scheint wohl irgendwie noch in einen Gegenpuls zu geben, irgendwie. Ich weiß das auch nicht genau. Ja. Könnte ja vielleicht bei jeder noch ein bisschen mit so rum experimentieren, aber ja. Gut. Ein bisschen weiter weggehen. Ich mach mal meine andere Beleuchtung aus hier. So. Das ist jetzt ausschließlich eine Lichtbeleuchtung. Ah, hier ist so Bude ist hell. Von unten bereiten sich die jungen Schüler auf das Erwachsenenkurs. Gut. Ja. Das ist nur die kleine Lampe. Das heißt klein. Ja, kann ja mal ein bisschen. Das ist meine Deckenbeleuchtung in der Küche. Gut, bis dann erstmal. Tschüss.